Wir haben eine Rekordbeschäftigung, die höchste seit der Wiedervereinigung. Politikerträume von Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Das neue Wirtschaftswunder. Der Arbeitsmarkt ist ausgesprochen aufnahmefähig in Deutschland. Arbeit tatsächlich für alle. Die Situation ist doch so derzeit, dass die Langzeitarbeitslosen abgekoppelt werden von der an sich günstigen Arbeitsmarktlage. Wir haben ganz viele normale Arbeitslose, die wieder vermittelt worden sind, Gott sei Dank in Arbeit, die jetzt profitiert haben in den letzten 2, 3 Jahren vom Arbeitsmarktaufschwung. Aber unser harter Kern der Langzeitarbeitslosen, und da handelt es sich um hunderttausende Menschen, an denen ist dieser positive Zeitraum fast ohne Bewegung vorbeigegangen. Fördern und fordern lautet das Motto der Hartz-Reformen. In der Praxis sieht das ganz anders aus, kritisiert Inge Hannemann, Mitarbeiterin eines Hamburger Jobcenters. Es gäbe viel Druck, aber wenig Unterstützung. Sie wollte das nicht länger hinnehmen, prangerte die Zustände an, intern, aber auch öffentlich, in einem Internetblog. Ihr Arbeitgeber hat sie daraufhin freigestellt. Jetzt ist sie zu einer Art Kummerkasten geworden. Pro Tag erreichen sie bis zu 400 E-Mails von Kollegen, von Arbeitslosen, von Interessenverbänden. Alle Mitarbeiter stehen unter diesem Druck, dann eben die Vermittlungsquote zu erfüllen. Man spricht immer so von rund 25%. Dann das Absolventmanagement zu erfüllen. Das ist eine innere Quote, die wir haben. Also wir kriegen ja wirklich intern E-Mails, wo es heißt, so und so viel Erwerbslose in diese Maßnahme von jedem Arbeitsvermittler, obwohl ich gar nicht die Leute dafür passend habe. Dann trotzdem muss ich da reinbuchen. Das ist dann diese Sinnlosigkeit von Maßnahmen. Arbeitslose wie der IT-Techniker Sven Peter bekommen das zu spüren. Statt Qualifizierung zum Veranstaltungsfachwirt sollte er es doch lieber mal als Lagerarbeiter versuchen, riet ihm das Jobcenter. Die Arbeitsvermittlerin steckte den 36-Jährigen schließlich in eine allgemeine Orientierungsmaßnahme. Diese richtet sich, laut Infoblatt, speziell an Menschen mit einem Handicap. Obwohl Sven Peter gar kein Handicap hat, darf er das nicht ablehnen. Es war ein sehr kaltes Gespräch. Zwang, du musst jetzt das machen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht und es gibt auch gar keinen Gesprächsbedarf in dieser Hinsicht mehr. Das wird jetzt einfach so gemacht. Prompt stellt der Fortbildungsträger fest, Sven Peter passt hier nicht hin, muss am ersten Tag wieder nach Hause gehen. Das ist zynisch. Das ist einfach nur eine auferlegte Schikane. Und ich habe immer so das Gefühl, man möchte gar nicht, dass die Leute sich wirklich weiterbilden und ein höheres Level erreichen. Man will die Leute klein halten. Widersinnig nennt das Professor Sell. Für viele sinnvolle, aber auch teurere Maßnahmen wurde das Geld drastisch gekürzt. Für die Arbeitslosen im Hartz-IV-Bezug gibt es einen Eingliederungstitel. Das ist ein Topf mit Geld, aus dem die gefördert werden können. Dieser Eingliederungstitel ist seit 2011 um 50%, um die Hälfte eingedampft worden. Dort sind Milliarden eingespart worden. Gleichzeitig ist aber die Zahl der Hartz-IV-Empfänger nicht annähernd in der gleichen Größenordnung zurückgegangen. Statt Unterstützung, Kürzungen und Sanktionen. Statt fördern, nur noch fordern. Das musste auch die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin und Autorin Bettina Kenter erfahren. Sie wurde krank, bekam weniger Aufträge und wurde abhängig vom Jobcenter. Ein bürokratischer Kampf begann. Anträge und Ablehnungen füllen ganze Ordner. Eingliederungsvereinbarung, Widerspruch gegen Sanktionen, Stellungnahme zur Eingliederungsvereinbarung. Dann haben wir Einladungen, sogenannte Einladungen, wieder ein Widerspruch. Und jetzt ganz neu bin ich nach einem halbjährigen Theaterengagement, habe ich wieder Leistungen beantragt. Und da ist mir sofort eine Sanktion angedroht worden. Und zwar, weil ich Mitte Februar einen Antrag gestellt habe für den Zeitraum ab 1. März. Und dieser Gestaltungsspielraum stünde mir nicht zu, war die Begründung. Ihre Erfahrung mit dem Jobcenter hat sie für die Bühne verarbeitet. Absurdes Theater mit realem Hintergrund. Sie spielt Kunde und Arbeitsvermittler mit verteilten Rollen. Spargelstechen, Rattenjagd, Wintersträudienst, Küchenmarkt,
Erntehilfe auf dem Feld, diesmal gibt es gar kein Geld. Denn dies ist ein Praktikum. Und nur gucke nicht so dumm raus aus deiner Sofaecke. Was? Verweigerer? Verrecke! Klappe halten. Sonst Sanktion. Wenn ich jemanden einfach sanktioniere um der Sanktion willen, ohne dass ich wirklich ihm auch eine Perspektive anbieten kann, dass eine Verhaltensänderung sich lohnen würde, dann ist es einfach nur eine Bestrafung. Über 1 Million Sanktionen allein 2012. Rekord. Selbst bei den Jobcentern wird Kritik laut. In einer internen Bilanz sprechen Personalräte von Masse statt Klasse. Während die Vermittlungsvorschläge gestiegen sind, ist der Anteil der erfolgreichen Vermittlungsvorschläge konstant auf niedrigem Niveau mit fallender Tendenz. Die Folge? Frust und Wut bei den sogenannten Jobcenter-Kunden. Immer häufiger führt das zu Gewalt. In Neuss in Nordrhein-Westfalen wurde eine Mitarbeiterin von einem Kunden niedergestochen. Sie starb. Mitarbeiter in Jobcentern haben Angst. Also ich kann sagen, hier in Gelsenkirchen, in Duisburg, in Bochum auch, hat es ganz direkte Übergriffe gegeben, auch nach Neuss noch. Es hat auch Drohungen gegeben von Menschen, die sagten, denk dran, was in Neuss passiert ist. Und das verunsichert natürlich. Wir haben mit Menschen zu tun, ist aber gar nicht mehr umsetzbar. Ja, weil wir einfach nur noch Statistiken zu erfüllen haben und dadurch geht der Mensch verloren. Dann, wir haben auch viel zu wenig Zeit für die Erwerbslosen, 30 Minuten im Schnitt. Dann in der Zeit müssen wir im System nachschauen, wir müssen Anträge ausgeben und das persönliche Gespräch verschwindet dadurch komplett. Obendrein werden in den Jobcentern Stellen gekürzt, Mitarbeiter nur noch befristet beschäftigt. Personalräte wandten sich in einem Brandbrief an die Bundesarbeitsministerin. Sie baten um Hilfe wegen der Befristungen für über 7000 Mitarbeiter. Ihre Forderung? Die sofortige Entfristung und ausreichend Personal. Wir fragen nach. Die Arbeitsministerin lässt nur schriftlich antworten. Man wolle die Personalsituation verbessern, aber ohne Befristungen ginge es nicht. Die Bundesagentur für Arbeit sieht keinen Anlass zur Sorge. Also wir achten da sehr genau drauf, wir beobachten das auch, wobei wir jetzt nicht erkennen können, dass wir bundesweit eine erhöhte Belastungssituation haben. Für die betroffenen Mitarbeiter und ihre Personalvertreter klingt das wie Hohn. Wir sind der Puffer der Nation, ich sag das mal, und sind da relativ wehrlos. Wir prangern an. Ich weiß es nicht, ob die Verantwortlichen es nicht wissen, ob sie es nicht wissen wollen oder warum im Prinzip sich nachhaltig nicht gekümmert wird, diese Situation insgesamt zu verbessern, sowohl für die Beschäftigten. Ich möchte das hier nochmal betonen, das ist auf Dauer überhaupt kein Zustand, als aber auch für die Menschen, die im Prinzip auf diese Hilfe angewiesen sind.